liebe YouTube-Freunde, und willkommen zurück zu Teil 3 von Bioshock Infinity. Im letzten Teil haben wir da so eine Fähigkeit dazu bekommen. Ja, genau. Der hat mich beim letzten Mal auch getötet. Genau, die Fähigkeit haben wir dazu bekommen. Das ist so ein Feuerball. Oh. Jawohl. Erfolgreich vernichtet. Ist gar nicht schlecht. Das ist so wie so eine Handgranate praktisch. Ganz cool. Und jetzt schauen wir einfach mal hier weiter, was hier noch so geht. Oh, da kommen noch welche. Scheiße. Also man muss echt brutal aufpassen. Da hinten kommen sie wieder. Irgendwie die Zoom-Funktion habe ich noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die ist. Kriegt man noch raus. Aufpassen, sonst bin ich gleich wieder tot. Aber die Pistole ist gar nicht so schlecht. Genau. Die untere Fähigkeit haben wir bekommen. Teufelskoloss, oder wie die heißt. Ja, Teufelskoloss. So. Schöne Pistolenmunition. Also für mein erstes Bioshock, muss ich sagen, ist nicht schlecht. Macht Laune. Ja, gehe durch die Tür. Weißt du das? Haha. Rot für die Gesundheit und Apfel. Schweinchen Babe. Ja. Hintere gucke. Gesundheit können wir echt ein bisschen brauchen, das ist, sieht echt scheiße aus bei mir. Zuckerwatte. So, jetzt gehen wir mal rein. Was? Bereich verlassen. Muss man da auch rein? Ja, da muss man rein. Okay, dann tun wir natürlich den Bereich verlassen. Erst nochmal kurz sicherstellen, bevor man da irgendwo hinreisen tut. Scheiß Ladebalken hier. So. Ah. Magiefläschchen. Kann man immer brauchen. Ah, Alkohol. Macht die Birne hohl. Das tut man natürlich mitnehmen. Da gibt es, glaube ich, ja, genau, da unten steht 37 Stück. Dann nehmen wir natürlich alles mit, was kommt. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das fast eine Trophäe wert sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Wir haben Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Warum folgen Sie uns? Ich... auf an, wer wem folgt hier. Ui, die Kasse darf man normal nicht greifen. Der war schon. Solange der Barkeeper nichts sagt. So.
So, hier gibt's nichts mehr. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Ui, was hat sie? Schild. Fügt ein Magnet. Irgendwas. Scheiße. Verblüffend, dass es schnell weggedrückt. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay, cool. Jetzt haben wir ein Schild bekommen. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr essen. Aber wir nehmen trotzdem alles mit, da die Gesundheit eigentlich schon voll ist. Egal. Man könnte ja interessante Sachen finden. Könnte. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Jaja, Sodom und Gomorra. Ich würde sagen, ihr habt andere Probleme. So, und jetzt? Mountain Island, irgendwas. So, da geht's gar nicht weiter. Jetzt? Scheiße. Runterspringen? Nee, doch, komm. Ah, okay, das war ja klar. Hätte ja sein können. Ui, ja, wenn ich mich mit diesem Skyhook da einladen kann. Ja gut, das muss man wissen, gell? Dass man hier rumangeln kann. Coole Sache. Oh, da hinten ist einer. Da sind mehrere. Hinten. So. Verrecke, Teufelsvogel. Oh, hier gibt's nichts mehr, dann gehen wir wieder hoch. Irgendwo da. Oh Scheiße, da kommen sie. Aha, kritischer Treffer. So. Hey, aufpassen, aufpassen jetzt. Boah. Lassen wir da einen Feuerball hin, in der Hoffnung, dass da einer reinläuft. Da wäre eher weniger. Hey, Maschinengewehr, das nehmen wir doch mit. Das ist kein Rückgrat, leck mich. Wo ist er, wo ist er? Da, Magie, das brauchen wir. Bring dich um. Muss mich erstmal verwischen. Oh, mein Leben sieht scheiße aus. Es könnte gut möglich sein, dass er mich verwischt. Scheiße. Oh, scheiße. Sportkanone da drüben, Menschenskinder.
So, mal schauen, ob wir treffen. Oh, glaub nicht. Haben getroffen? Nee. Jetzt vielleicht. Scheiße. Na, 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 da oben. Trifft gar nichts. Der Tod hier. Ah, Lebensenergie, super. Und jetzt haben wir sie. Scheiß Bordkanone hier. Kurz beginnt. Da kommen andere Leute rüber. Ist gerade einer rumgeflitzt. Oh. Krieg den Arsch voll. Hammer. Scheiße, jetzt haben wir. Da sind ganz viele Kacke. Magie habe ich auch keine. Scheiße. Jawohl. Dann halt im Nahkampf. Schau mir auch egal. Au. Scheiße. Oh, ist weg. Bin ich gleich tot. Aba. Okay, das war's. Dann wird der Flut durch die Tür durch und dann geht's weiter. Scheiße. Scheiße. Jetzt reicht's. Mal gucken, ob wir was treffen. Jawohl. Ist bloß nur einer, glaub, da hinten, hinter der Kiste. Ja, doch nicht. Müsste die letzte gewesen sein. Von der Musik her. Bewahren Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn möglich, die Türen. Die Musik ruhiger wird, dann müssten alle Gegner weg sein. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern beten. Beten, ich glaube, ich bin. Er ist reingegangen. Er will nochmal, wer hat noch nicht? Weißt du das hier? Gesundheit.
Gucken wir mal da raus. Okay, da hinten muss man hin. Hallo. Ja, Alkohol nehmen wir immer mit, gell? Geld natürlich auch. Da hinten gibt es nichts mehr, da gehen wir einfach mal durch die Türe durch. Ah. Munition im Briefkasten, alles schlecht. Da ist nichts mehr. Der Vorratskammer. Tudelo-Musik. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Ja. Hoffentlich kommt keiner rein jetzt. Sieht aber nicht so aus. Ja, jetzt gehen wir jetzt weiter. Geile Toilette, du. Ja, da liegt noch allerhand Zeug rum, bevor wir da rüber gehen. Salz wäre gut oder Magie oder sowas. Sieht schlecht aus bei mir. Jawohl, wird doch. Na, eine Knarre brauchen wir nicht. Ist da hinten vielleicht. Jawohl. Oh Scheiße. Ganz viele. Kacke. Ah, hinter mir. Boah, wie kommt der rein? Drecksack. Sag mal, wie kommt der rein? Das gibt's doch nicht. Das wird die Hintertür oder was? Scheiße. Heilen. Zack. Oh, schnell weg hier, ab durch die Mitte. Oh, hinter mir wieder. Scheiße. Jetzt wird's aber knappig, du. Ah, puh. Gut, Gott sei Dank habe ich ein Schild, hey. Da ist aber immer noch einer. Ist immer noch einer unterwegs, laut der Musik her. Oh Scheiße, was ist das für einer? Eine Leiche braten wir am Spieß. Leck mir am Arsch, du. Scheiße, was ist das für einer? Oh.
das ist, glaube ich, der gleiche wie beim zweiten Teil. Scheiße. Der Feuerfuzzi. Dezent ums Eck gucken. Du musst da irgendwo rumgammeln. Oder auch nicht. Achso, da liegt er ja. Haben wir uns verwischt? Ja, cool. Na gut, das soll nicht unser Problem sein. Wenn alles täuscht, ist der noch rumgegammelt vorher, gerade eben. Egal. Vielleicht hat er gemerkt, es hat einfach keinen Wert und dann. Boah! Kamikaze. Scheiß Geschütz da hinten. Oh. Oder Hüpferd. Mal gucken, wo. Ah, da, okay. Gefährlich, gefährlich. Schauen wir mal, ob wir treffen. Jawohl, auf Anhieb. Ah, wir sind ja keine Anfänger hier. Immer ein bisschen umschauen, das schadet nie. Kiste. Rote Hüpferd. Kann man nicht erschießen. So, also gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Und dann sieht man sich später in Teil 4.